Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, dann hoffe ich, unser neues Pferd ist da. Ja, das stolziert schon auf uns zu. Und da hinten kommt der Billighengst. Mensch, der hat wirklich eine richtig schöne Fellfarbe. So, einige Missionen erwarten uns dann auf. Obwohl, Kopfgeld. Hier ist das Kopfgeld-Symbol. Dann wollen wir uns den hiesigen Sheriff mal vorstellen. So. Werd ihm jetzt aber nicht beichten, dass ich gerade ein gestohlenes Pferd habe. Rein rechtlich gehört's jetzt mir. Ich hab's gefunden und der Besitzer ist tot. Look here. Maybe this is our man. Natürlich bin ich You der a Mann. Bounty hunter, mister? Maybe. Wenn die Summe stimmt. It depends. But I'm guessing you ain't here to pass the day, turn yourself in or discuss the finer points of county law. Das in der Tat nicht, Sir. Das in der Tat nicht. Know much more than that. Tell Na, Schuppi. Ach nein, ich liefere dir schon keinen Grund. You smell that? Ja, ich habe nicht geduscht. This here's a livestock town, mister. Also, das rieche ich natürlich auch. Reprobates like flies. Now, I'm not a fellow to pass a quick judgment, but I've been around long enough to know you don't hire a saint to catch a sinner. Ja, macht you soweit Sinn. What I need, and I'll pay you well, and I won't ask no questions. Sehr gut. Ich mag, wie er sein Polizeirevier führt. Na ja, gut. He's a low-down huckster. He's been poisoning folks with his miracle cure from here to Ansburg. Killed more than Landon Ricketts without even pulling a trigger. Naja, danach brauchen sie keine andere Medizin mehr. Satisfaction out of it. Feller over at the saloon says he thought he saw him by the gorge straight north of here. You think you can bring him in? Bestimmt. Das heißt, wird gut bezahlt. I want to make sure the women he witted get compensated before he swings. Muss alles von ihm noch leben. I'll see what I can do. Well, good luck to you. Dankeschön, gleichfalls. And we need him alive. That's an important point. Ja. Mehr oder weniger lebendig, ich hab verstanden. Dann mal los zu unserem Kopfgeldzieher. Ich hoffe wirklich, das gibt mindestens 50 Dollar. Hab leider nicht genau aufs Plakat geschaut. Weiß auch nicht, ob man das aktuell wirklich gesehen hat. Naja, aber kommen wir nicht gerade von hier? Ja, du versperrst mir doch den Weg. Also manche Leute, wo sind meine Waffen? Vor allem, wo sind meine Betäubungswaffen? Aus irgendeinem Grund braucht man den lebend. Das macht so eine Sache immer schwieriger. Tod ist tot. Da kann nicht viel schief gehen. Also ein lebendiger Wunsch muss halt auch lebendig bleiben. Naja. Man dealt halt mit den Karten, die einem das Schicksal hier austeilt. Zur Not schießt man ihm halt nur ins Bein. So. Eisen. Easy, girl. Ah, weibliches Pferd sogar. Ja. Alright, girl. Eine richtige Schönheit ist sie. Hey, you're okay, girl. Ja, hier hatte ich das Pferdefiasko. Oh, da oben steht ja noch ein Pferd. Das dürfte er wohl sein. Kann ich mich gleich mit Lasso nähern? What we got here? Schon. Komm schon. Nein. Kann meine Waffen nicht ziehen. Bist du der Giftmischer? Oh, Sir? Schade. Na gut, ich komme später nochmal. Das hat der Sheriff nicht selber machen können. I want to buy some medicine, and I heard good things. I'll pay in gold if you could help me find him. It's just my mother's real sick. Oh, well, if that's the case, oh, das freut ihn. For a sick woman, I'd be happy to help. I'm a healer, you know, a medical man. Finest medicine in the state. Sehr gut. Kannst du sie selber mal probieren? Oh. Game's over, mister. Put your hands up.
and taking you in. Taking me in? What for? Apparently that stuff you're pushing is killing folk, and there's a price on your head. I don't know, it ain't my business. Come on, partner, that's crap. I'm a healer. I got an aura. I speak to spirits. I'm a scientist. Folks get real angry for no good reason. This is a mistake. Keep your hands up, buddy. They only want you for questioning. I have to insist that this is a mistake. Aber das ist nie mein Problem. Hold on. Komm schon. Festhalten. Festhalten, hochziehen. Ah, scheiße. Sorry. Ah. Er lebt ja noch. Na komm, hier mein Gaul. Hopp, hopp, hopp. Ah, da vorne planscht der rum. Halt mal an. Vorsicht, Steine. Oh, der wird schon klarkommen. Ich gebe aber sinnvolle Tipps. Vorsicht. Vorsichtsstufe. Oh, das macht er doch ziemlich gut. So. Jo, ich helfe dir. Jo, mal an Land ziehen. Soll ja nicht ertrinken. So. Das sieht doch gut aus. Ganz ruhig, Mister. Ganz ruhig, nicht zurück ins Wasser. Jo. Ich bin kein Gott. Ich bin nur auf der Seite des Gesetzes diesmal. Aber nur diesmal. Ja. Gute Nacht. Jo, dann erstmal plündern. Hat ja vielleicht noch ein bisschen Gold dabei. $4. So ungefähr sieht mein Kontostand im Real Life gerade auch aus. Ist ja fast Ende des Monats. Ah, kommt neues Geld. So, dann rauf mit unserer Beute. Hoffentlich bist du noch ein bisschen mehr wert. Und dann, glaub, zurück zum Sheriff. Da muss man überhaupt drüber. Das sieht doch gut aus. Servus. So. Oh, ein wunderschöner Tag mal wieder in Red Dead Redemption. Nein, ich habe den Weg verlassen. Ist egal, wir werden trotzdem ankommen. Das ist ganz normal. Ach, ich mag die Kommentare von Arthur. Von Arthur. Ah, einfach ein geniales Spiel. So. Rein in die warme Stube mit dir. Sir, this isn't necessary. I'm a medical man. Das ist schön für dich. Die Gerechtigkeit wird siegen. Oh, my lord. I wasn't expecting you back so soon. Mrs. Calthorpe was just leaving. Sure. Where you want him? I'm selling the back. Na gut. So. Und ablegen. There's been some terrible mistake. I never did it. Any of it. I thought I told you to shut up, partner. Ja, das stimmt. Das haben wir gesagt. But nothing. Shut up. And, good luck. It's been real fun. You ain't much of a man. You ask folks for forgiveness, you remember this, partner. I've already forgotten. Now, sir, how much was you offering? $50. Oh, danke schön. Madam. Davon werde ich jetzt erstmal schön was essen gehen. Remember what I told you.
Jo. Wieso ist der Waffenhändler gerade nicht mehr da? Ist schon zu... Ah, jetzt ist er wieder da. Ich war nicht gut in der Mission. Das ist wieder Bronze. Verhindere, dass Benedict Arbright von der Klippe fällt. Das ist möglich? Interessant. Hätte ich wahrscheinlich wilder drücken müssen, so. Ich will eine bessere Waffe. Oder eine Büchse. Katalog durchblättern. Okay, let me see. Erst die Waffe kaufen, mit der ich dich ausraube. Repetiergewehr. Das sieht doch nicht schlecht aus. Die anderen kann ich noch nicht. Springfield und Warmend kann ich mir kaufen. Warmend ist gut für Hasen und so weiter. Also damit kann man kleines Wild jagen. Da sollte man aber einen riesiges Visier drauf dingeln. Nee, ich brauche ein besseres. Das verbesserte Visier bringt mir auch nicht viel. Ah, Zielfernrohr. Ah, leck mich da am Arsch. So, das reicht. Dekoration, sobald ich Geld habe. Da schaue ich mich gerade nicht um. Und Springfield ist eigentlich auch nicht schlecht. Den habe ich. Eine Mauserpistole. Können wir uns richtig schön mausern. Die Volcanic-Pistole. Paar Revolver. So, dann würde ich aber doch wahrscheinlich das Springfield kaufen. Die Firma dankt. Yep, this is the one. Komponentenvisier. I got some nice carved stocks here. I think you should take. So, Schaft. Weite, einfache. Ich habe leider gerade nicht so viel Geld. Schutz, Lederschutz. Sieht doch gar nicht so übel aus. Ich glaube, den können wir sogar farblich anpassen. Lauf, nein, Trall nicht, ich will treffen. Dekoration, Metalle, Schnitzereien, Gravuren. Oh, aber wenn da Leder drüber kommt, obwohl so ein Adler hätte schon was. Aber vielleicht davor mal schauen. Ah, das Menü ist nicht das Beste, aber zumindest ein bisschen. $10 will er dafür. Nee, also im Moment nicht. Wir können es noch ein bisschen umlackieren. Achso, das ist jetzt wirklich nur die Holzart. Dunkler Palisander sieht doch gut aus. Oder ein bisschen dunkler. Ahorn mag ich auch. Mesquite sieht exquisit aus. Exquisit. Nehmen wir doch Mesquite. Myrte Mesquite. Ich finde, das sieht gut aus. Her damit. Jo. Muss ja auch nur mir gefallen. Sehr schön. Mehr kaufe ich aber gerade nicht. Wucherpreise hier. Accessoires vielleicht. Was hast du für Accessoires? Verbesserter Patronengurt. Verbessertes Holster. Flintmunition Laufgeschoss. Flintmunition normal. Pfeile. Was macht der? Erhöht die Munitionskapazität für Repetiergewehre und Flinten dauerhaft um 50%. Kann ich mir nicht leisten. Verringert die Abnutzung aller Waffen dauerhaft um 10%. Auch später. Wird ja nicht davonlaufen. Das wird ja nicht davonlaufen. So. Ja, am besten nicht hier im Laden. So, dann einmal noch rein in den Salon. In den Saloon. Mit einem Friseursalon. So. Nee, nicht mein erstes Mal. So, ich hätte gern was zu essen. Nicht die Bandeln. Lammbraten. Oder Rindfleisch-Eintopf. Wir nehmen den Landbraten. Landbraten. Den Lammbraten. Man gönnt sich ja sonst nichts. $5 ärmer. Tjo. Ich glaube, der ist hier nicht besoffen. Der hat aber eine coole Mütze. Wo ist der Friseur? Haare schneiden. Mein Bart wird wieder zu zottelig, obwohl der sieht gerade relativ cool aus. Schneiden. Schnurrbart.
Achso, das kann ich jetzt individuell die Länge machen. Kann ich mir nicht einen Bart auswählen? Nein, ich wollte nicht glatt rasiert. Oh, ich hab mich verdrückt. Ah, scheiße. Müssen wir Haartonikum trinken. Frisuren. Die finde ich relativ cool. Zurückgekämmt ausrasiert. Oder zurückgekämmt an sich. Zurückgekämmt mit, ne, Glatze ist nichts für mich. Das kommt noch im Alter. Na, ich würde sagen, ausrasiert. Wunderbar, jetzt braucht man nur wieder ein Bart zurück. Vielleicht haben wir ein Tonikum irgendwo. Ansonsten müssen wir warten. Jo, dir geht's gut. Du hast eine coole Waschbärenmütze, kriege ich die? Das weiß ich doch nicht. Ich sehe gut aus. Ja. Ja, gut für dich. So. Ich glaube, der hat einfach zu viel getrunken. Wo ist denn mein Gaul? Komm her. Hoffentlich erkennt er mich noch mit getrimmtem Bart. Ich glaube schon. Ich rieche ja sehr stark und eindeutig. So. Dann aber zurück ins Camp. Dann wollen wir mal noch eine Mission machen. Hier will jemand was. Ich glaube, die wollen Streit. Hey, hey, hey. Keine O'Driscolls hier. Ich würde gern eingreifen. Soft as silk. Every one of us O'Driscoll's gonna piss on your grave. Nein, nein, nein. Killing you fools since before I... Jo, Dead Eye auch. Jetzt plündern wir euch noch. Gern geschehen. Nicht zielen. They won't bother you no more. Thank you, Mister. Really? Ach, dafür nicht. Hab die Welt zu einem bisschen besseren Ort gemacht. Jo, mein Hut ist wieder runtergefallen. Ich glaube, der wird mir runtergeboxt. Ja, damit. Ich frag mich, wann die Hutschnur entwickelt wird. Nicht mein Gaul. Aber ich nehme ihn mal mit. Schön mitkommen, fertig. Also, das ist auch nicht mein Goal. Naja. So ein schwarzes Pferd hat doch auch was. Sehr leicht in der Pflege. Wir schauen uns gleich die Werte an, aber vielleicht können wir das auch noch irgendwie parken. Wäre ja nicht das Verkehrteste. Wohl. Lass uns das wirklich mal anschauen. Vielleicht bringen wir es dann gleich in den Stall. Mensch, war das ein Wechsel auf die Dunkelheit. So. Was bist du denn für eine? Ein Kentucky-Sattler. Info anzeigen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Geschwindigkeit gibt schlechtere. Okay. Na, wollen wir hier mal ein bisschen Pferde jonglieren. Den billigen tun wir weg, den teuren behalten wir. Und das hier ist dann Pferd Nummer 2, falls im ersten Pferd irgendwie was... Also mein Primär-Horse, wie man in Red Dead Redemption so schön sagt. Irgendwas zustoßen sollte. Irgendeine Klippe, irgendein Rennen verloren. Ja, weiß nie, was da passieren kann. So. Dann rein mit dem Pferd. Das würde ich gern einmal lagern. Sehr gut. Ich habe aber nicht vor, meinen Sattel zu verlieren. Aber trotzdem, danke, Spiel. $1. Ja, Stallen mit F. So, nee, die kann ich mir ja alle nicht... Was ist das? Und was ist das? Nee, das ist meiner. Der ist $2.40 wert. Der ist $6. Ach so, das Pferd, was ich letztes Mal hatte, ist im Stall gelandet. Ah, das erklärt einiges. Was ist denn das für ein Ding? Ich glaube, das können wir verkaufen. $1 mehr.
War doch nicht das, was ich da gerade... Keine Ahnung. So, einmal raus mit uns und dann müssen wir mit dem falschen Pferd noch rein. Also mit dem Billighorse. Hier. Da habe ich jetzt aber die Papiere für. So, das werden wir einfach verkaufen und dann haben wir wieder ein bisschen Ordnung im ganzen Pferdegeschäft. Alles gut, dass mein geparktes Pferd nicht einfach so verschwunden ist. Ja toll, 135 hat das Prachtexemplar gekostet. Ich krieg $10 zurück. Das ist nicht fair, Mann. So, dafür habe ich ein wunderschönes Pferd jetzt. Und die Situation ist geklärt. Und ich glaube, es wird sogar wieder hell. Ja, gar nicht so schlecht. Ist es schön, dass wir wenig Schlaf brauchen. Ab und zu mal eine gute Mahlzeit und dann passt es schon. So, in Mopsgeschwindigkeit ins Camp. Fährt es echt ein bisschen langsam noch? Oh, jetzt wird besser. Das ist doch eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Jo, vielleicht begegnen wir noch einem O'Driscoll. Bisschen was plündern, hätte ich noch Lust drauf. Muss aber nicht sein. Und vor allem haben wir gelernt, so kurz vor dem Camp ist es gar nicht so erwünscht. Ja, das Spiel hat aber gerade ein bisschen geleckt. Sollte wohl nicht zu scharfe Kanten machen hier beim Reiten. Sonst sieht das komisch aus. Geht aus irgendeinem Grund auch auf die Performance. Ja, ist ja gut. Ja. Kriegst gleich ein Haferplättchen. Da können wir gleich ein Ding mitnehmen. Ah, scheiße. Scheiße, die waren doch so kurz vorm Camp. Jetzt hab ich dich. Oh, oh. Ich glaube, ich hab den Baum, oder? Na gut. Da waren wir alle gerade von der Situation überfordert. So, Vorräte fürs Camp. Ja. Ich hoffe, du hast eine gute Qualität. Wir werden es rausfinden. Ein Gabelbock. Du schaust, dass du nicht zu nah an den Gleisen bist, ja? Immer so eine Sache. Wenn Pferden, mit Pferden auf Gleisen. Ah, scheiße, schlecht. Sollten wir echt mal genauer untersuchen, was wir da eigentlich jagen. Für unsere Leute wird's reichen. Fleisch ist Fleisch. Muss nicht das Beste, am wenigsten sehnigste sein. Muss nur satt machen. So. Dann mal rein ins Camp. Und dann ran an die Mission. So, mal sehen, ob ihr euch gleich nochmal beschwert. Oh, die Lagerkasse nimmt aber schon ordentlich was zu. $86 drin. Sollten da nicht 300 mehr sein für meinen Camp-Anteil? Ach nee, das war ja was anderes. Das Geld geht nur an Dutch. Also wir haben ja letztes Mal die $600 aufgegabelt und die Hälfte davon ging hier ans Gemeinwohl. Einmal spenden. Ja, hier Fleisch, 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 Fleisch. Pelz. Großwildfleisch, Großwildfleisch. Ah! Ehrenklaue. Jetzt sind mal die Supplies hier gefüllt. Das ist doch schön. So, was will Dutch? Egal. Ist egal, was er will. Wir gehen zu ihm. Schläft er schon? Nee, da sitzt er. Dutch? Miss O'Shea? Well, feels like we are finally getting back on our feet. Boah, so langsam. Aber nur dank mir. Ich glaube, ich habe einen falschen Hut. Der hat eine Feder. Nee, hat er nicht. Okay. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. Bisschen vielleicht? Mensch, ohne Bart sieht da echt scheiße aus. We're being hunted. We are smarter than them. Immer noch besser als ich, aber trotzdem. Jobs in the government. I hope so.
trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Officer! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and son. Breathe. Dürft nicht den Falschen, würde ich sagen. They got Micah in the sheriff's in Strawberry. Sehr gut. There's talk of hanging him. Here's open. Arthur, what? The fool brought this on himself. You know my feelings about him, Dutch. You think I can't see past his bluster to the heart inside? He is a fine man. Nein, son, ist er wirklich nicht. I can't go. Ist ein Psychopath in der Gestalt von einem Soziopathen. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Yeah, of course I'm okay. You don't seem okay. You take that kid into town. Valentine, not Strawberry. Get him drunk. And Arthur, no crazy business. I've given that up. And you get Micah out of that jail. Vielleicht. Come on, son. I'll get to it, Dutch. Just can't drop everything. Mission. Mado gerade in Strawberry. In Valentine. Hab ich Haartonikum? Gesundheit, wo würde ich das überhaupt finden? Deadeye, Deadeye, Deadeye. Schon hier oder direkt im Inventar? Ich weiß, ich stelle wieder gute Fragen. Wir schauen ins Inventar, wenn ich eins hätte. Inventar, das war die Karte. Ich bin gewohnt, dass es auf I ist. Na, vielleicht habe ich das nur. Nee, irgendwo war die Taste dafür. Vielleicht auch Pferd. Ach nee, das ist dann nur fürs Pferd. Pferdewecker brauche ich gerade auch nicht. Ja, vielleicht guter Brandy. Gin, Bourbon, Premium-Zigaretten, Zigaretten, Zigarre, Kleinwildfleisch, Dosenpfirsiche, Bohnen, Süßigkeiten. Gut fürs Deadeye, der Brandy. Mal ein bisschen vorglühen. So. Dann mal los mit uns. Ich glaube, dass ich noch kein Haartonikum habe. Sehr gut. Hey, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off him. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for us. I kept asking him what we was doing, but he was, you worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in, too. Then he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on us fast, too. They was ready to strangle me up there and then. But I got away, just about. You're all right now. We'll take care of it. So you're gonna go get Lenny. I'll come with you. Nah, you leave it to me. For now, let's drink some. Forget about Ja, es wird ja gerade morgen. Da kann man sich einen ordentlich hinter die Binde kippen. Settle you down and head back, okay? Okay. Now, I should warn you. Me and a couple of the other boys, we got in a bit of a fight last time we was here. Here we are. Und ein angebundenes Pferd ist ein glückliches Pferd. Zumindest in dem Spiel. Ja, da habe ich plus Pferdeerfahrung bekommen. Oder plus Pferdesympathie. Muss aber echt mal seinen Kern regenerieren. Vielleicht gebe ich ihm mal einen Heuballen oder so. So. Hier mit dem Schnaps. Just one or two, right, Arthur? Of course, just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Ihr kennt er mich ohne Bart. You'll be fine. Have one for yourself. Thank you. Nein, Quicktime-Event zum Trinken verpasst. That was the problem. How you mean? I mean, I done seen a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff.
Will you shut up? Will you shut up? Be quiet. Ooh, ein Papagei. Oh, they're dullards. My lord. You men is dull. You leave this fool alone. Leave the fool alone. People been leaving me alone. Schmeicheln. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business, so could you possibly leave us alone? No offense intended. Bisschen offense intended. No, please, in some form. Ja, ich weiß, ich bin einfach unmöglich. Just trying to be friendly. Jetzt wird gesoffen. Oh. Ach, ich mag die Mission. Mensch, aber tatsächlich, ich hätte noch den Bart. Lenny, where are you? Beim Friseur verklickt man sich normalerweise nie so. Hey, Lenny! Wo ist er denn? Da ist Tommy. Hey, Tommy! Ich hab dich doch verprescht. Na gut. Verprescht, verdrescht. Lenny? Lenny. Ja, der ist er ja. Da hinten steht er und balanciert mit dem Schnapsglas. Hello, Arthur. You know what? I don't know. Nein, das schöne Glas. Ich sehe nicht mehr so wirklich gut. Ja, mir geht's ähnlich. Ja, das ist echt eine coole Mission. Ja, unten ist er, ja. Boah. Also so betrunken war ich noch nie, dass ich die Welt so gesehen habe. Oh je, das gibt Ärger. I said, what did you say? Get lost, buddy. Shut up, mister. Yeah, shut your mouth, mister. Erinnert mich an den TikTok-Account, der irgendwie wild pisst. Nicht ganz mein Geschmack, aber der kam ein, zwei Mal auf meine Frontpage. Ich glaube, dann habe ich ihn gesperrt. Das ist einfach nicht meins, ja. Genug gepinkelt. Boah. Tür, geh auf. Ihr seht alle aus wie Lenny. Damn it, Lenny, stop slumping off on me. How many have you had, pal? Nicht so viele. Lenny ist an der Bar. Lenny! Barkörper. Lenny? Steht dann nicht mehr Barkeeper. Bist du Lenny? Found you, Lenny. I'm Clyde. You got the wrong fella. Oh, Verzeihung, Mister. Du bist nicht Lenny. Auch kein Lenny, glaube ich. Sieht gut aus, Lenny. War der vielleicht doch unten? Boah, schwankt das. Also das bist du nicht. Du auch nicht. Du vielleicht. Lenny! You bastard! Na gut, nicht Lenny. Den Hammer schon. Ist er auch rausgegangen? Da ist er doch. Später. Oh, Lenny! Nein, das ist zu. Nein, ich finde ihn nicht. Lenny, where are you hiding now? Lenny. Da bist du. Arthur, what are you doing? Weiß ich nicht.
Pfeifenspiel. Für die Pfeifen, die wir sind. Das wird uns ausnüchtern. Diese uns anfeuern. Ach, der wilde Westen. Ich weiß, der Beste. Cheers. Ups, mein Bier hin. Oh oh. Nee, ertrinken wollen wir keinen. Au, meine Eier. Ich glaube, wir sind ziemlich betrunken. Okay, bei Lenny bessert sich die Situation gerade. Nein, Gesetzeshüter! Komm schon! Wir schaffen's irgendwie. Wir kommen davon. Nein! Sehr gut. So soll das. Hoffentlich haben wir nicht mit mehr als 0,5 Promille auf dem Pferd gesessen. Sonst wird die Strafe doppelt so teuer. Boah. Gegen den Kater hilft nur weiter trinken. Ja, zumindest regnet's. Scheiße, was für eine Nacht. You moron. Not again. Doch schon wieder. Oh, jetzt wird's bei uns auch besser. So, dann essen wir wahrscheinlich jetzt schönes Salzfleisch für die Ausdauer. Sind wir eigentlich. Ja, ja, war doch friedlich. Gleich weiter trinken. Es hilft. War das Pferdewecker? Nee, das war angebrochener Gin. Premium-Zigaretten? Nee, ich brauche was für die Ausdauer. Hier, Kleinwildfleisch. Richtig auf das Kotzen gerade. So. Damn. Ja, ja, ich bin ausgeruht genug. Oder ich kann E gedrückt halten? Mach ich doch gerade. Passiert nichts. Oh, scheiße, mein Gaul ist außer Reichweite. Da werde ich mir eins leihen müssen. Wir schauen mal kurz, wo wir sind. Ach, hier unten. Da ist ja direkt eine nächste Quest, aber dafür hätte ich gern mein Pferd. Na gut, ich würde trotzdem sagen, reicht das für die Episode. Ich würde hier speichern. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.